Hallo und herzlich willkommen Finanzieller Normalo. Heute geht es um das Thema Plasmaspenden. Ich möchte dir erzählen, wie meine bisherigen Erfahrungen mit den Plasmaspenden aussehen, wie viel ich aktuell mit 20 Spenden verdient habe, welche Bonusprogramme es bei dem Anbieter Hämmer gibt und was mein Fazit nach 20 absolvierten Blutplasmaspenden ist. Mich würde es interessieren, ob du auch schon einmal Plasmaspenden warst und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Schreib es gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video. Im Oktober 2021 habe ich mich endlich aufgerafft, zum Blutplasmaspenden zu gehen. Ich habe mich hier in München für den Anbieter Hämmer entschieden. Ich muss sagen, es ist echt erstaunlich, wie viele Personen in München zum Plasmaspenden gehen. Hämmer gibt es natürlich nicht nur in München, sondern in vielen weiteren Bundesländern. Insgesamt haben sie 41 Blut- und Plasmazentren und dazu gibt es noch 63 Standorte für mobile Blutspendentermine. Wenn du dich tiefer mit dem Thema Plasmaspenden auseinandersetzen willst, kannst du dich auf der Internetseite von Hämmer, wie ich finde, sehr gut informieren. Wie läuft eine Plasmaspende im Groben ab? Wenn du öfter zum Plasmaspenden gehen möchtest, würde ich die Termine im Vorfeld in der App buchen. Das erspart dir die nervige Terminvereinbarung vor Ort an der Anmeldung. Bei der Anmeldung legst du deine Hämmer-Kundenkarte mit Spendennummer vor und zusätzlich wird noch dein Personalausweis benötigt. Als nächstes wird eine kleine Vor-Ort-Untersuchung durchgeführt. Hier wird unter anderem dein Körpergewicht gewogen. Nach deinem Körpergewicht richtet sich nämlich auch deine Plasmaentnahme. Wie ich es verstanden habe, ist bei ca. 70 Kilogramm die Grenze, wo man entweder ca. 650 ml Plasma spendet oder eben 750 bis 850 ml, wenn man über 70 kg wiegt. Zudem wird noch deine Temperatur, dein Blutdruck, dein HB-Wert gemessen. Hast du all dies bestanden, steht deiner Spende nichts mehr im Weg. Fast nichts mehr im Weg. Du füllst nach deiner Untersuchung noch ein zweiseitiges Formblatt bzw. Frageblatt aus. Beim Frageblatt werden dir Fragen gestellt, wie ob du dich gesund fühlst, ob du Probleme nach der letzten Spende hattest und so weiter. Hast du auch dies ausgefüllt, kann es wirklich losgehen. Eine Spende dauert in der Regel zwischen 35 und 45 Minuten. Dies kann immer ein bisschen variieren. Nach der Spende erhältst du einen Druckverband, welcher die Einstichstelle abdeckt. Ich lasse diesen Verband immer über Nacht dran und entferne ihn erst am nächsten Morgen. Zum Abschluss erhältst du einen Aufkleber, auf welchem deine Aufwandsentschädigung steht. Diesen Aufkleber musst du unterschreiben und an der Anmeldung abgeben. Deine Entschädigung wird dir in bar ausgezahlt. Wie hoch ist die Aufwandsentschädigung? Generell ist die Spende von Blut, Blutplasma und anderen Blutbestandteilen in Deutschland grundsätzlich freiwillig. Dies ist gesetzlich laut § 10 dem Transfusionsgesetz vorgeschrieben. Jedoch bieten Anbieter wie Hämmer eine Aufwandsentschädigung für eine absolvierte Spende an. Beim Plasmaspenden werden dir entweder ca. 650 ml abgenommen und du erhältst eine Aufwandsentschädigung von 22 Euro oder es werden dir ca. 750 bis 850 ml Plasma abgenommen, wofür du dann sogar 25 Euro erhältst. Zu den normalen Aufwandsentschädigungen gibt es zudem noch weitere Bonusaktionen, welche in verschiedenen Zeitrahmen angeboten werden. Welche Bonusaktionen es hier geben kann, schauen wir uns jetzt an. Hämmer bietet verschiedene Bonusaktionen an. So gab es beispielsweise im Jahr 2021 bei mir eine Gipfelstürmer-Aktion, danach eine Silber- und Goldkarte, eine Spender-Werben-Spender oder jetzt eine Super-Winter-Aktion. Bei den Bonusaktionen muss man immer beachten, dass eine gewisse Anzahl an Spenden innerhalb eines festen Zeitraums stattfinden muss. Schauen wir uns nun an, was ich bisher als finanzieller Normalo genau verdient habe. Bei der Hämmer gibt es wie erwähnt unterschiedliche Bonusaktionen, weshalb die Beträge bei mir zwischen 25 und 45 Euro schwanken. Zu Beginn habe ich am Bonusprogramm Silberkarte teilgenommen. Hier habe ich insgesamt für die ersten 5 Spenden 175 Euro erhalten.
Die 5 Plasmaspenden habe ich innerhalb von 4 Wochen absolviert. Anschließend gab es das Gipfelstürmerprogramm. Hier habe ich 10-mal teilgenommen und insgesamt 350 Euro erhalten. Hier gab es immer 5er Schritte. Das heißt, die erste Spende war mit 25 Euro vergütet, die zweite mit 30, 35 und so weiter. Bei der Goldkarte habe ich mit 5 Spenden noch zusätzlich 145 Euro erhalten. Bei der Goldkarte braucht man insgesamt 10 Spenden und erhält pro Spende eine Steigerung von 2 Euro. Das heißt, man startet bei 25, dann 27, 29. Das Ganze geht, bis man 10 Spenden erreicht hat. Insgesamt komme ich also bei 20 Spenden auf 670 Euro bar auf die Hand. Kommen wir nun zum Fazit. So, nun möchte ich dir mein Fazit mitteilen. Ich vertrage das Plasmaspenden sehr gut und es ist eine Art Auszeit vom Alltagsstress für mich. Ich nutze die Zeit zum Nachdenken, Lesen oder einfach einen Film auf dem Handy anzusehen. Ich habe jedoch für mich persönlich festgestellt, dass ich es zu Beginn mit dem Plasmaspenden ein bisschen übertrieben habe, als ich zweimal in der Woche gespendet habe. Nicht, weil es mir körperlich schlecht ging, sondern weil ich oft nach der Arbeit spende und die Tage somit sehr, sehr lang werden. Für die Zukunft habe ich mir also vorgenommen, nur noch einmal in der Woche zu spenden. Hierzu möchte ich mir einen festen Tag einrichten. Durch das Einstechen der Nadel bekommt man im Laufe der Zeit kleine Narben an den Einstichstellen. Für mich ist das aber nicht schlimm. Ich wechsle aber bei jeder Spende den Arm, also einmal die linke Seite und beim nächsten Mal die rechte Seite. Zusätzlich trage ich eine Wund- und Heilsalbe auf die Wunde auf. Einmal gab es einen Tag, wo ich nicht viel gegessen habe. Ich habe dann gemerkt, dass ich am Abend etwas schlapp war. Deshalb ist für mich wirklich sehr, sehr wichtig, und das möchte ich euch auch mitgeben, vor der Spende ausreichend zu essen und zu trinken. Wenn ihr mal kein Mittagessen zu euch nehmt, sagt bitte die Plasmaspende am Abend ab. Ihr werdet es sonst einfach nur bereuen. Falls du Fragen zum Thema Plasmaspenden hast, schreib es gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Bis zum nächsten Mal.